Das Geschwindigkeitsgesetz einer Reaktion sagt etwas darüber aus, wie die Reaktionsgeschwindigkeit sich ändert, wenn wir die Konzentration ändern. Wir können auch Aussagen über die Halbwertszeit der Reaktion machen. Bei einer Reaktion erster Ordnung ist R proportional zur Konzentration A. Wenn wir A verdoppeln, verdoppeln wir auch R. Die Halbwertszeit jedoch ist konstant, ln2 durch k. Wenn wir die Ausgangskonzentration verdoppeln, bleibt die Halbwertszeit trotzdem so, wie sie war. Bei einer Reaktion zweiter Ordnung haben wir einen quadratischen Zusammenhang zwischen der Konzentration und der Geschwindigkeit. Wenn wir die Konzentration verdoppeln, vervierfachen wir die Geschwindigkeit. Die Halbwertszeit ist bei einer Reaktion zweiter Ordnung nicht konstant, sondern wird umso länger, je kleiner die Anfangskonzentration ist. Bei einer Verdoppelung der Anfangskonzentration wird die Halbwertszeit also halbiert.